Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Back to East hier auf der wunderschönen Bantico-Map. Und es gibt Neuerungen. Und zwar hat der Bürgermeister den letzten Teil von dieser Dokumentation gesehen. Und da hatte ich ja so ein bisschen über die Silage gesprochen. Und da hat er mich sofort angerufen und hat gesagt, hier, du bist hier der beste, tollste, größte Bauer der Welt. Und da machen wir natürlich was. Und da haben die dann auch sofort reagiert und haben quasi über Nacht haben die da was hingestellt. Und dahin sind wir jetzt auf dem Weg. Das muss man sagen, da reagieren die ganz fix. Danke nochmal an den Bürgermeister. Ganz kurz hier. Tor aufmachen. Wieder Silage auf dem LKW, das habt ihr ja Reaktion schnell erkannt, sicherlich. Uhr? Ja. Gut, das muss alles noch quasi ein bisschen verbessert werden. Aber grundsätzlich danke an den Bürgermeister und den Stadtrat und Verwaltung, die so schnell reagiert haben. Jetzt können wir hier unsere... Sie haben hier ein Bioheizkraftwerk hingebaut. Quasi über Nacht, wie gesagt. Und da können wir jetzt unsere Silage, unseren Mist und wenn wir dann haben, unsere Holzpellets. Aber wir haben hier ja kein Forst. Verkaufen. Gut, da die Anlage noch relativ neu ist, ist der Preis noch nicht besonders hoch. Ich möchte aber auch nicht, wie gesagt, dass wenn wir irgendwie mal Silage verkaufen, irgendwie dadurch gleich Millionär werden. Deswegen ist der Preis hier etwas geringer. Die Anlage ist ja noch relativ neu. Und es geht eben darum, dass wir hier nicht sagen, oh, jetzt verkaufen wir Silage für Millionen und haben dann gleich 5 Millionen drauf. Deswegen ist der Preis, wie erwähnt, ein bisschen geringer eingestellt. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die eben auch noch ein bisschen zu verkaufen. Wenn die Lager dann wirklich voll sind, dass wir da auch weiterarbeiten können. Denn so viel Silage, wie man hier durch eine Häcksel-Aktion zusammenbekommen hat, so viel können unsere Kühe gar nicht fressen. Und selbst wenn wir dann die Biogasanlage in Betrieb genommen haben, dafür fehlt uns das Geld ja auch noch. Das hatte ich ja angesprochen. Das heißt, noch eine kleine Verdienstmöglichkeit dazu wäre ja nicht schlecht. Ich überlege ja noch, welche Anlagengröße das werden soll. Die hattet ja vorhin gesehen. Für die 100%ige Anlagengröße wären es die 240.000 gewesen. Der Vorteil bei der bis zu 100% Anlagengröße, wir würden auch noch einen Güllebonus ausbezahlt kriegen. Denn wenn die Biogasanlage erst läuft, dann können wir die mit Gülle versorgen. Kriegen dann dafür Geld, wie gesagt. Und können hinterher aus der Biogasanlage den Gärrest wiederum nehmen zum Düngen. Also da hat die Gülle so ein bisschen doppeldeutigen Sinn. Das geht übrigens auch mit den Standardmaschinen, also da muss man nicht keine Modgeräte haben, soweit ich das weiß. Oder das wäre mir bei anderen jetzt jedenfalls nicht so aufgefallen. Das heißt, wir würden dann die Gülle da reinpumpen, eventuell Geld kriegen, aber nur, wie gesagt, bis 100%, weil im realen Leben ist das so. Ich habe mir die Anleitung mal durchgelesen. Upside Down hatte das ja gebaut, diese BGA-Erweiterung. Es ist im realen Leben wohl auch nur so, dass man also eine Subvention nur erhält bis zu einer 100%igen Anlagengröße. Und wir können hier ja mal eben ganz kurz die Größen durchgehen. Ich hatte das auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber machen wir das hier gerne auch nochmal. So, also so wäre die geplante Anlagengröße 100%. Brauchen wir 240.000. Und dann können wir die eben auch noch vergrößern. Und ab 105% ist sie zu groß für den Güllebonus. Aber hat halt einen höheren Durchschlag an Silage. Das muss man dann sehen. Und es ist bei der Biogasanlage seit der Erweiterung ja auch nicht mehr so, ist keine Verkaufsstelle mehr für Silage, eine bessere. Sondern muss man sich wirklich drum kümmern. Da kann man nicht irgendwie mal was reintun und dann wieder nicht, weil sonst läuft die irgendwann auch fest und dann sind das wieder Kosten, die dann zum Laufen zu bringen. Das heißt, man muss sich da schon drum kümmern. Und es geht also allen Ernstes hoch hier bis, mal gucken hier, bis 300%.
Dafür bräuchten wir jetzt aber schon 1.110.643 Euro, um die in Start zu nehmen. Und runter geht die halt, also 100% ist das Mindeste, was wir machen wollen. Geht noch ein bisschen weiter runter. Aber bis ich, ja, 50% wird dann 128.000 kosten. Aber wenn, dann würden wir schon entweder die 100% nehmen, wegen dem Güllebonus. Aber das überlegen wir uns noch. Aber ich denke, auf die 100% wird sich das im Endeffekt dann einregeln. So, wir wollen hier gleich nochmal wieder die Silage ansehen. Müssen wir diesen Silo ordentlich leer haben hier. Ja, noch 40.000, super. Dann bringen wir noch eine Ladung, verkaufen wir noch. Und dann können wir da nämlich dann auch anfangen, wieder zu häckseln. Ich hatte ja gesagt, es hatte ja letzte Nacht noch ein bisschen geregnet. Deswegen ist der Mais noch ein bisschen nass. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten, bevor wir weitermachen können. Aber die Maschinen stehen quasi Gewehr bei Fuß. Und sobald der eine Phase hier dann auch noch leer ist, dann geht das wieder los. Können dann nochmal eben anfangen, den rechten schon mal ein bisschen abzudichten hier. Weil da hatte ich mit Yugi im Livestream, ja, das hattet ihr vielleicht gesehen, wer es gesehen hat, bis die uns das Ding vor der Nase zugemacht haben, haben wir das Ding in voll gehauen. Ich hatte noch eine Ladung zum Glück weggekriegt. Yugi steht jetzt mit vollem Häckselwagen noch am Hof. So, dann verdichten wir die Kram hier nochmal eben fix. Das sind halt, wie gesagt, auch wer sie noch nicht kennt, also von mir kennt ihr sie schon länger, diese Fahrsilo-Erweiterung auch. Das ist nicht mehr wie im Standard ein großer Haufen, wo man mit dem Radlader einmal hin und einmal her fährt und schon ist das alles verdichtet. Hier muss man also wirklich zusehen, dass man die einzelnen Haufen erwischt. Und, ihr habt sie auch gesehen, wenn man da mal eine Zeit lang nicht aufpasst, dann vergammelt das Zeugs auch. Jetzt wird das mit dem Verdicht ein bisschen länger dauern, all die, weil Jugend und ich das da eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur draufgeschmissen haben. Man sollte schon, also zumindest nach jeder zweiten Ladung, dann mal verdichten. Jetzt wird unter dem ganzen Haufen auch irgendwo ein bisschen unverdichtetes Zeug liegen und dann werden wir genau das haben, was wir nämlich bei dem Kuhhof-Silo neulich hatten, dass dann am Schluss komischerweise noch Häckselgut da ist. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn es Mist wird, ist es schlimmer. Aber wir können den Mist ja jetzt auch verkaufen. Nochmals danke an den Bürgermeister für diese erstaunlich schnelle Reaktion. Das ist man in der Politik gar nicht gewohnt. Aber der hat zu mir am Telefon gesagt, du bist hier der wichtigste Mann am Ort. Du ernährst die Welt quasi mit deiner spitzenmäßigen Bantico Bianca und der super Zuckerrübe Bantico, der Banticoa Rübchen. Und was das da nicht alles gibt. Also macht einen schon stolz, hier so hoch angesehen zu sein. Dass die einem quasi über Nacht, und das war ja eigentlich sogar schneller als über Nacht, so ein Bio-Kraftheizwerk dahin bauen, wo man das eben dann auch mal verkaufen kann. Da werde ich glatt mal wieder spendabel sein und werde da zum nächsten Schützenfest echt mal wieder einen Kasten Bier spendieren. Da lasse ich mich auch nicht lumpen, das wisst ihr ja. Also wenn da Schützenfest ist, dann kaufe ich schon mal einen Kasten Bier für die Jungs. Und das, wie ihr seht, das lohnt sich dann auch. Quasi, nicht? Da kann man dann auch schon mal Forderungen stellen. Obwohl ich das ja nicht gefordert habe. Der Bürgermeister hatte sich das ja angeguckt, den letzten Teil von der Dokumentation. Und ich habe das ja gar nicht erwartet. Aber der hat gesagt, nee, komm, Jung, hau raus. Wir kümmern uns um dein Problem. Wir stehen hier in einer Linie, Mann bei Mann. Jetzt sind wir schon bei 86%. Man muss hier halt immer so ein bisschen auf die lokale Verdichtung gucken. Wie jetzt hier zum Beispiel, so einzelne Parzellen sind eben noch nicht verdichtet. Und da muss man halt eben auch mal ein klein bisschen sorgfältiger tun. Wenn man auf die Silageweise schaltet, kann man die sogar runter machen. Und dann geht das sogar noch ein bisschen besser. Und man könnte eventuell auch mal die Zwillingsreifen einschalten. Ist ja nicht wie bei armen Menschen hier. Dann geht er glatt noch besser. Ja, unser Krafthirsch hier. Quasi.
Ich höre da übrigens ein Klappern. Irgendjemand ist da zu Besuch gekommen. Guten Tag, liebe Zuschauenden. Die Stimme kenne ich, das ist nämlich Jabba. Ja. Moin. Ja, moin. Ich störe auch nicht lange, Entschuldigung, dass ich die Aufnahme störe. Hm. Aber ich muss zur Arbeit, deswegen musste ich jetzt kurz rein. Hast du mir das zweimal geschickt, was du mir geschickt hast? Nee. Das zweite ist wieder was Neues. Okay. Wird schon passen, hoffe ich. Zweite muss einfach in den bestehenden rein. Habe ich. Da sind zwei Sachen drin. Unter anderem hat der Bürgermeister von Bantico uns nämlich quasi in einer Nacht- und Nebelaktion ein Biokraftheizwerk spendiert. Na, guck an. Wo man dann eben auch mal die ganze Silage, die wir jetzt im Überfluss haben, und den Mist so verkaufen kann. Jedoch noch zu einem geringeren Preis. Also es gibt da diese Fabrik gibt es ja schon öfter. Aber in anderen Ortschaften soll die einen wahnsinnig hohen Preis bringen. Bei uns bringt die einen relativ geringen Preis. Weil da soll eben nicht so weit kommen, dass man sagt, ja klar, wir hauen mal eben die 5 Silage-Anhänger weg und dann sind wir Millionäre. Das will ich nicht, so war ich schon da. Genau, das will ich nämlich nicht. Also ist der Preis relativ gering, es bringt nur 0,3% vom eingegebenen Preis. Aber Hauptsache, man wird die Mengen mal los. Jo, dann Chef, melde ich mich ab zu meiner nächsten Arbeit. Ja. Was genau wolltest du? War jetzt wichtig? Oder, Ja, bringt mir zwei Geschichten da. Achso. Du hast mir zweimal was geschickt und ich dachte, es wäre zweimal das gleiche gewesen. Aber egal. Hab's soweit geändert, passt. Dann ist doch alles in Ordnung. Dann würde alles schickilang. Schickilagi. Dann sehen wir uns wieder später. Ich gehe erstmal arbeiten. Lass dich nicht stressen. Nee, mach ich nicht. Bis dann. Haut bis rein. Dahin, reinhauen. Viel Spaß noch beim Zugucken, Leute. Bis dann. Ciao. Hin. Tschüss. So, jetzt sind wir nämlich schon bei 97%, gleich haben wir es. Man merkt jetzt auch, dass jetzt auch der Haufen viel besser zu rüberfahren ist. Ist nicht mehr so huckelig. Hier am Anfang dürfte noch ein bisschen schlecht verdichtet sein. Ja, hier seht ihr gleich wieder, ne? Diese eine Parzelle ist hier in den 70er. Dann müssen wir ein bisschen rüber. Also ich finde das unheimlich nice, habe ich aber schon öfter gesagt, auch auf mehreren Maps schon mal, dass ich diese Erweiterung echt cool finde. Dann machen wir uns nichts vor, beim Standard ist das so, da fährst du mit dem Radlader einmal vor, einmal zurück und schon ist es auf 100% verdichtet. Was ich eben auch sehr genial finde, wenn das hier erstmal siliert ist dann, und man da Silage rausnimmt, muss man die hinterher auch wieder zudecken. Was ich jetzt noch schön fände, vielleicht kommt das irgendwann mal, ich meine, ist jetzt nicht wichtig, wenn man die beim Abdecken halt nicht komplett abdeckt, sondern wie das im 13er bei der Biogasanlage von dem Heddy, glaube ich, war es mal gewesen, dass man hingeht und die immer nur so Teil abdeckt. Ja, also wenn man hier jetzt abdeckt, dann ist die komplett abgedeckt. Und da war das so, ich weiß nicht, wer das noch kennt, wer sich daran erinnert. Da ist es halt so gewesen, dass wenn man den abgedeckt hat, dann ist die immer nur so stückweise Plane weg gewesen. Gut, auf den 1% verzichten wir jetzt erstmal. Ich muss mal eben husten, ich bin gleich wieder da. Scheiß Erkältung. So. Dann ist das Verdichten erstmal erledigt. Dann fahren wir mal eben schnell. Ja, hatte ich so gedacht, dass wir mal eben schnell den Rest wegfahren. Ist aber nicht. Vor. Mal gleich den Motor anlassen. Ja, werden wir die Kipper voll gleich noch verkaufen. Nagelt er jetzt daneben oder was macht er jetzt? Ist nicht voll. Thank you.
scheiß Husten, Mann. Wie fertig. Ach, das ist jetzt auch. Nö, das ist kein. Ah, das ist wieder Häckselgut jetzt. Gut. Das passiert, wenn das nicht richtig verdichtet ist. Das müssen wir dann gleich noch wieder da rauskriegen. Dann gehen wir gleich nochmal mit dem Anhänger hier bei Zeiten hin. Die den erstmal weg. Wir knattern die letzte Silage weg. Ja, nützt nichts, da muss man jetzt auch mal ein bisschen Bleifuß fahren. Weil die Kühe haben auch Hunger. Da sind wir heute Morgen glatt irgendwie noch nicht zugekommen. Obwohl dann jetzt erstes gemacht werden musste. Aber wir mussten auch eben den Fahrsilo schnell wieder vorbereiten. Denn sobald das Wetter gleich vernünftig ist, muss es mit dem Häckseln weitergehen. Zur Not muss ich da eben erstmal nochmal alleine ran. Bis da Kollegen kommen. Aber das muss gemacht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Der Betrieb muss laufen. Aber bevor das losgeht mit der mit dem Häckseln, werden natürlich Tiere versorgt. Das ist auch ganz klar. Ist aber immer noch okay. Da würde ich noch ein bisschen runterschrauben, eventuell. Kommen wir aber für dieses Video erstmal wieder zum Ende. Ich sag, wie gehabt. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich reinhauen. Tschüss.